Oh, das ist der erste Tag. Und die Geschichte ist für 2 bis 4-Jährige. Und so habe ich das meinen eigenen Kindern, wo jetzt 16 und 18 sind, erzählt habe. Also vor langer Zeit hat eine Familie ein Tal in den Schweizer Bergen gelebt. Und die haben 2 Kinder. Ursula und der Hans. Die Ursula war etwa 5 und der Hans ein bisschen älter als 3. Und an einem Tag auf dem Weg zum Kindergarten sind sie Steinwegli herabgelaufen. Und am Bächli vorbei. Und wo sie auf der Brücke gestanden sind, die Sonne hat schön geschonnen, haben sie etwas gesehen im Bach. Und es hat so richtig glänzend. Geschimmert hat es. Ganz schön geschimmert. Müssen wir schauen. Schau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Mami hat uns früher weggeschickt. So sind sie schauen. Jetzt sind sie am Bach runter und haben dort ein schönes goldiges Schachtel gefunden. Natürlich war es ganz nass. Und sie haben das einfach in ihren Sack getan. Und sie sind im Kindergarten. Heute Abend müssen wir dann schauen, was im Schachtel drinnen ist. Also sie sind im Kindergarten. Sind sie natürlich hurtig heim. Und daheim sind sie zum Mami und zum Papi gegangen und haben gesagt: Schau, wir haben etwas gefunden heute im Bach. Schau, ein schönes goldiges Schachtel. Schau mal. Dürfen wir das ein bisschen gut aufmachen? Könntet ihr nicht eine Mami helfen, Geissen melken. Also gut, dann machen wir das. Da sind sie aufs Feld und dort haben sie Geissen gemolken. Also sie haben geholfen, sagen wir es mal so. Aber die Ursula, die ja 5 ist, die hat schon selber einen Geiss melken können. Natürlich muss man sie gut anbinden, weil Geissen beim Melken, die, ja, die können manchmal ein bisschen ausschlagen. Dann muss man sie anbinden und sie schön beruhigen, ihnen etwas zu essen geben vielleicht. Dann kann man sie melken. Und dann, ein Stündchen später, haben sie alle 36 Geissen gemolken gehabt. Und dann sind sie schnell in die Stube gerannt und haben das Schachtel aufgemacht. Und es hat noch ein paar Tröpfchen Wasser drin gehabt. Vorsichtig das Deckel aufgemacht. Und dort ist auf einmal ein kleines Mantel rausgekommen. Ah, hoi, meine lieben Kinder. Ich weiss, du bist der Hans und du bist Ursula. Also, ich bin da, um euch Geschichten zu erzählen, jede Nacht vor dem Einschlafen. Das Mandel angeschaut. Und nach ein paar Momenten sind sie mit dem Schachtel zum Papi und zum Mami gegangen und haben gesagt: Schau, was wir gefunden haben. Und dann hat das Mandel natürlich gesagt: Liebes Papi, lieber Papi, liebes Mami, ich bin das Mandel, eure Kinder haben mich heute gefunden, im Bach unten. Und ich bin da, dass ich euren Kindern jede Nacht eine Geschichte erzählen kann. In dieser Nacht hat der Hans und Ursula keine Zeit verloren. Nach dem Nachtessen sind sie gegen Zähne putzen und haben sich die Türli gewaschen und den Hals gewaschen und den Bauch gewaschen und das Gesicht gewaschen.
Und schnurstracks sind sie ins Bett. Und dann ist die Mami gekommen mit dem goldenen Schachtel und hat es aufgemacht. Und das Mandeli hat gesagt, es war einmal ein Blättchen gewesen. Das Blättchen, das ist auf einer schönen Wiese gelegen. Und dann, auf einmal ist ein Wind gekommen. Und das Blättchen ist in die Luft. Höher und höher und höher. Auf einmal ist das Blättchen runtergeschaut und es hat die Schule ausgesehen, wo alle Kinder gespielt haben. Und weiter ist es gegangen, über den Friedhof. Und dort hat sie gesehen, alle Leute, die schon schön geschläfelt haben. Ihr Leben ist fertig gewesen. Und jetzt haben sie geschläfelt. Und auf einmal, bumm, sind sie beim Kellerturm, ist das Blättchen gerade gelandet. Und dann hat gerade der Wind aufgehört. Und vom Kellerturm hat das Blättchen das ganze Dorf gesehen. Jedes Häuschen hat es gesehen. Jedes Häuschen. Und nach einer kleinen Weile ist der Wind wieder. Das Blättchen ist dann wieder weiter. Es ist das nächste Dorf. Über Felder und Felder und Felder. In der Luft ist es gewirbelt. Und es hat gesehen, wie in einem Feld der Bauer Weizensamen gestreut hat. Und im nächsten Feld und am nächsten Dorf ist das Blättchen dann auf der Wiese gelandet. Und dort hat das Blättchen schläfen. Und zwar hat es die ganze Nacht geschläfelt. Und wo es geschläfelt hat, hat es geträumt, dass am nächsten Tag, dass es schön warm wird mit dem schönen warmen Sonnenschein. Und natürlich hat das Blättchen auch geträumt. Wind. Und so kann man die Windgeräusche machen, bis eure Kinder selber einschlafen. Also ich hoffe, dass die erste Geschichte euch gefallen hat. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euren Kind Geschichte erzählt. Ihr müsst keine Angst haben. Weil kleine Kinder die sind nicht kritisch. Kleine Kinder sind froh, dass sie etwas von euch, vom Inneren von euch, hören können vor dem Einschlafen. Also, bis zur nächsten Geschichte. Gute Nacht.